in der Nähe liegenden Dönerladen ausgesucht hat, um dort einen der Gäste zu erschießen. Auch das ist eine traurige Einrichtung in Bussen. Fast alle, bis auf wenige Ausnahmen der getöteten Opfer, haben muslimischen bzw. migrantischen Ursprung. Und von daher ist es natürlich auch verständlich, dass auch wenn heute Hunderttausende Muslime in den Moscheen sich für die Gebete versammelt haben, sich ein sehr unmulmiges und auch ein unsicheres Gefühl haben. 12 Verdächtigen. Es ist herausgekommen, dass sie planten. Das heißt, die Menschen waren verunsichert, sind verunsichert, haben Ängste um ihre Kinder, haben Ängste, wenn die Kinder mal 2 Stunden später nach Hause kommen und sich vorher nicht melden, ob da was passiert sein könnte. Und in all dieser gesamten Lage, wenn man dann davon spricht, dem Rechtsextremismus und dem Antisemitismus in Deutschland entschieden entgegenzutreten, aber der Begriff Islam, Muslime nicht ein einziges Mal fällt, nicht ein einziges Mal. Und die Opfer, die waren weder auf der Bühne, noch waren sie in irgendeiner anderen Weise präsent. Man hat immer nur darüber gesprochen, wogegen man ist. Man hat darüber gesprochen, dass man zusammenstehen möchte, aber nicht mit wem und wofür. Das hat uns gefehlt. Die Menschen haben sich nicht mitgenommen gefühlt. Und es geht eigentlich tatsächlich um die Menschen, um das neue Wir-Gefühl. Also wir müssen ein Wir-Gefühl entwickeln. Dafür braucht es aber auch eine Sprache aus der Politik, die den Menschen genau dieses Gefühl gibt. Ihr seid unsere Mitbürger, unsere Muslime, unsere Mitmenschen. Und vor dem Hintergrund haben wir gefordert, dass wir vor den Moscheegemeinden, insbesondere jene Moscheen, die schon Ort von Angriffen in der Vergangenheit waren, dass die verstärkt Schutz benötigen, auch sichtbaren Schutz in Form von Polizeiauto und anderes mehr. Leider haben wir damals konstatiert, das hatte der Attentäter in Hanau ebenso.